Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und in diesem Video soll es jetzt endlich mal um Haus des Geldes gehen. Staffel 5 Teil 1 ist ja mittlerweile auf Netflix verfügbar und ähnlich wie ich habt ihr das wahrscheinlich auch innerhalb von einem Tag weggesuchtet. Und jetzt stehen wir natürlich vor der großen Frage, wie wird es denn in Teil 2 weitergehen? Wir bekommen ja einen ziemlich fiesen, heftigen Cliffhanger in Teil 1 zu sehen. Auf Teil 2 müssen wir bis Dezember warten. Ich habe mir dennoch ein paar Fragen aufgeschrieben, die mich jetzt nach dem ersten Teil beschäftigt haben, die auf jeden Fall auch in Teil 2 beantwortet werden müssen. Auf diese Fragen und die möglichen Antworten, sprich all meine Theorien zu Teil 2, will ich jetzt in diesem Video mal eingehen. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler, ihr seid hiermit gewarnt worden. Hör mal zu. Was wird aus Alicia Sierra? Mit Alicia hat man uns ja so ein bisschen geteasert. Wir hatten ja diese ganz fantastischen Ideen. Ist sie möglicherweise Tatjana? Gehört sie schon von Anfang an zum Team des Professors mit dazu? Ja, Teil 1 von Staffel 5 hat uns jetzt eines Besseren belehrt. Sie ist tatsächlich immer noch die alte Alicia Sierra, die wir kennen, die heiß darauf ist, den Professor zu jagen. Und sie hatte ihn ja am Ende von Staffel 4 auch in ihren Fängen. Und Staffel 5 macht ja auch genau damit weiter, bis auf den Augen. Blick, auf den wir irgendwie geführt alle gewartet haben, ihr Baby kommt und natürlich, wer wird ihr helfen? Der Professor, weil er auf einmal nicht nur Bankraubexperte ist, sondern auch Experte in Sachen Geburtshilfe. Das war ein bisschen merkwürdig, aber okay. Das ist auf jeden Fall dieser Wendepunkt in der Beziehung zwischen Alicia und dem Professor. Vorher hatte sie die Oberhand, weil sie jetzt aber bei der Geburt auf ihn angewiesen ist, gibt sie diese Macht quasi wieder ab. Und es sieht dann im Verlauf von Teil 1 in Staffel 5 ein bisschen danach aus, als würde sie jetzt irgendwo zum Team gehören. Allerdings wird es auch nie von ihr irgendwie deutlich ausgesprochen, dass sie ihm jetzt irgendwie so krass dafür dankbar ist, dass er ihr bei der Geburt ihrer Tochter geholfen hat. Das Spannende bei ihr ist halt auch, am Ende dieses ersten Teils geht sie ja nochmal hinten in dieses hässliche, schmutzige Bad und nimmt sich so eine Schere mit. Und das könnte natürlich immer noch bedeuten, dass sie auf irgendeine Art und Weise versuchen wird, den Professor in ihre Gewalt zu bringen. Denn sie hat ja auch das große Problem, dass Coronel Tamayo sie quasi als Sündenbock benutzt hat, um ihr all die Fehler in diesem Bankraub in die Schuhe zu schieben. Sie wurde für alles verantwortlich gemacht, was irgendwie falsch gelaufen ist. Alicia Sierra hat sich des Verrats an der Polizei schuldig gemacht. Und die einzige Art und Weise, wie sie ihren Ruf wiederherstellen könnte, wäre halt die Festnahme des Professors. Und dass sie am Ende diese kleine Schere da aus dem Bad genommen hat, könnte halt genau das bedeuten, dass sie noch einmal versuchen wird, den Professor in irgendeiner Art und Weise anzugreifen. Das Problem ist, sie selbst ist gerade sehr, sehr verletzlich. Sie hat ihr Kind, um das sie sich auch noch kümmern muss. Und sie steht halt einer Überzahl an Gegnern gegenüber. Es befinden sich ja in diesem Unterschlupf des Professors nicht nur der Professor selbst, sondern jetzt mittlerweile auch Marcel und Benjamin. Also wie sie gegen die drei vorgehen will, das könnte noch echt spannend werden. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass sie noch irgendwas versuchen wird, um gegen den Professor anzugehen. Und dass sie sowas versuchen will, hat sie ja irgendwo auch dem Professor deutlich gemacht, als sie meinte, sie will nicht ständig auf der Flucht sein. Sie mag Spanien, sie will nicht irgendwo am Arsch der Welt hocken. Nein, sie will in Spanien bleiben. Sie liebt ihre Stadt, sie liebt dieses Land. Ich werde deinetwegen nicht mein Land aufgeben, du Mist. Kein Geld der Welt könnte sie wahrscheinlich davon überzeugen, jetzt für den Professor zu arbeiten. Nichtsdestotrotz könnte er ihr später auf irgendeine Art und Weise helfen. Denn selbst wenn sie ihn quasi verhaftet und ins Gefängnis bringt, heißt es ja noch lange nicht, dass er da lange bleiben muss. Und allein das könnte natürlich auch ihrem Status helfen. Sie hat den Professor quasi dingfest gemacht. Da, wo Tamayo versagt hat, war sie glorreich. Das könnte für sie gut sein. Und gleichzeitig hätte der Professor dann hundertprozentig einen Plan in der Hinterhand, wie man ihn aus dem Gefängnis wieder befreien könnte. Also Alicia dürfte immer noch sehr spannend werden. Sie wird immer noch die Wildcard sein. Sie wird mit Sicherheit noch mal irgendwas versuchen, um gegen den Professor vorzugehen. Und deswegen bin ich nach wie vor skeptisch und glaube auch nicht, dass sie wirklich auf einmal dann Teil des Teams werden wird. Wie wird Tamayo weiter vorgehen? Das größte Problem hat in Staffel 5 Teil 1 jetzt Coronel Tamayo. Sein ganzer Angriff auf die Bank hat so gut wie nichts gebracht. Diese Spezialeinheit, die er da reingeschickt hat, die ja schon selbst fast so eine Art Suicide Squad gewesen sind, die haben versagt. Alles andere hat auch nicht so wirklich funktioniert. Gleichzeitig steht Tamayo jetzt unter Druck, weil der Professor ganz genau weiß, dass Tamayo Fakten und Beweise gefälscht hat, um Alicia Sierra anzuschwärzen. Und gleichzeitig hat
gerade das Problem, wenn die Bevölkerung draußen erfährt, dass Tokio tot ist, dass sie einen Märtyrertod gestorben ist, indem sie sich für ihr ganzes Team geopfert hat, dann dürfte das die ganzen Demonstranten da draußen echt extrem wütend machen. Und gleichzeitig hat der Professor ihn halt durch diese ganzen Beweise gegen Tamayo in der Hand. Ich kann mir dennoch vorstellen, dass Tamayo jetzt in die Enge gedrängt nach vorne preschen wird. Und er wird jetzt mit Sicherheit versuchen, die ganze Situation innerhalb der Bank auf einen Schlag zu beenden. Das heißt, ein weiterer Sturm auf die Bank steht uns wahrscheinlich dann kurz bevor. Denn so ein bisschen steht jetzt natürlich auch sein Ruf auf dem Spiel. Es gab so viele Explosionen. Man hat so häufig im Fernsehen gesehen, wie die Geiseln auch innerhalb dieser Explosionen und dieser Gefechte hin und her gelaufen sind. Das wirft natürlich auch kein gutes Bild der Polizei in die Öffentlichkeit. Und deswegen wird Tamayo hier irgendwie versuchen müssen, dagegen zu steuern. Und das könnte für alle Beteiligten extrem gefährlich werden. Wird Angel dem Team helfen? Tamayo verstößt immer mehr und mehr gegen die Regeln, verstößt immer mehr und mehr gegen das Gesetz und reitet sich in eine Situation, aus der er nur mit purer Gewalt vielleicht noch irgendwie herauskommen kann. Und das könnte natürlich nicht nur gefährlich werden für die Bankräuber innerhalb der Bank, sondern eben auch für die Geiseln, weil Tamayo wird wahrscheinlich alles jetzt daran setzen, irgendwie diese Situation zu klären. Und wer dem Team innerhalb der Bank dabei helfen könnte, wäre tatsächlich Angel. Immerhin hatte er sicherlich noch irgendwo Gefühle für Lissabon und man merkte ihm in Teil 1 von Staffel 5 auch immer wieder an, dass er die ganze Art und Weise, wie Coronel Tamayo hier vorgegangen ist, überhaupt nicht gut findet und das auch überhaupt nicht mit seinem Gewissen rechtfertigen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er es am Ende sein wird, der bestimmte Informationen, geheime Informationen an den Professor oder an Lissabon weitergeben wird. Wie kommt das Gold aus der Bank? In Teil 1 von Staffel 5 war das Gold nur kurz am Anfang Thema, weil der Professor es jetzt unbedingt aus der Bank schaffen wollte. Doch dann kam es zu diesem Kleinkrieg, diese Spezialeinheit drang in die Bank ein und dann war auf einmal das Gold so gut wie vergessen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch da und es muss immer noch auch irgendwie rausgeschafft werden. Und der Professor hat ja mehr oder weniger all unsere Theorien dazu bestätigt, wie man das Gold aus der Bank schaffen wird. Er erzählt ja Alicia, als sie ihn noch in ihrer Gewalt hat, davon, dass er das Gold durch die Kanalisation rausschaffen will. Und davon bin ich ja auch schon immer ausgegangen, weil eben genau dieser Tresor eine Verbindung zur Kanalisation hat und durch diese kilometerlangen Rohre könnte man halt gut diese kleinen Pellets jagen. Und mehr oder weniger bestätigt der Professor halt genau diesen Plan. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn das wirklich sein Plan gewesen ist, dann weiß Alicia jetzt davon und könnte das am Ende auch irgendwo verhindern. Das heißt, entweder er hat sie jetzt hier nur angelogen und es gibt noch einen ganz anderen Plan, als das Gold einfach nur durch die Kanalisation zu schießen. Oder er wird irgendwie versuchen müssen, sie so lange in seiner Gewalt zu behalten, bis das Gold am Ende wirklich aus der Bank geschafft wurde. Wird Berlins so noch irgendeine Bedeutung haben? Das Interessanteste an Staffel 5 war tatsächlich jetzt im ersten Teil die Tatsache, dass wir auf einmal Berlins Sohn kennenlernen durften. Der kam vorher nie zur Sprache, taucht jetzt auf einmal auf. Da gibt es ja denn diese ganze kleine Nebenstory, die als Rückblende fungiert, in der wir sehen, wie Berlin mit Tatjana und mit Bogota und Marseille und eben seinem Sohn in Kopenhagen Wikingergold klaut. Und uns wird dann auch noch erklärt, dass der Sohn von Berlin ein ziemliches Genie ist. Er hat am MIT studiert, ist Ingenieur und kennt sich wahnsinnig gut mit Cybersicherheit aus. Und da stellt sich jetzt einfach die Frage, warum wurde der jetzt eingeführt? Ich muss ja gestehen, dass ich diese ganze Rückblende mit Berlin ein bisschen überflüssig fand, weil sie die Story überhaupt nicht weiter vorangetrieben hat. Alle bisherigen Rückblenden mit Berlin, die wir in Staffel 3 und 4 gesehen haben, hatten zumindest immer noch irgendeinen Bezug zum Professor und dessen Plan. Jetzt wirkt dieser Kopenhagen-Coup einfach ein bisschen losgelöst, so ein bisschen, als ob man uns hier schon ködern wollte, hey, es gibt ja noch immer die Theorie, dass es ein Berlin-Spin-off geben wird, genauso könnte das dann aussehen. Und man muss sich hier einfach die Frage stellen, steht das noch in irgendeinem Bezug zu Staffel 5, zu Staffel 5? Teil 2, denn jetzt einfach nur Berlins Sohn einzuführen, damit man diese kurze Rückblende hat, aber später nichts mehr aus ihm zu machen, wäre irgendwie ziemlich überflüssig. Aber die Tatsache, dass er am MIT studiert hat, dass er Ingenieur ist und dass er sich wahnsinnig gut mit Hacken auskennt,
könnte natürlich auch noch bedeuten, dass er irgendwann wirklich wichtig noch für den Professor sein könnte. Das gleiche gilt übrigens auch für Tatjana, die wir in Teil 1 gesehen haben, die hier aber auch immer noch nicht wirklich mit dem Bankraub in Verbindung gebracht wurde. Nichtsdestotrotz könnte ich mir gut vorstellen, dass der Professor in irgendeiner Form auch für die Frau seines toten Bruders und dessen Sohn sorgen wird. Und das könnte dann auch wieder mit dem Bankraub zusammenhängen, dass sie am Ende den Professor treffen und er ihnen einfach irgendwie einen Sack voll Gold gibt oder so. Dennoch fände ich spannender, wenn wir den Sohn noch in irgendeiner Art und Weise jetzt in die Gegenwart des Bankraubs bringen könnten und er dann am Ende den Professor und sein Team noch unterstützt. Wer wird noch sterben? Zum Schluss kommen wir natürlich zu der Frage aller Fragen. Wer wird denn jetzt das Ganze überleben? Wer wird noch sterben? Dass sie tatsächlich Tokio jetzt schon in Teil 1 umgebracht haben, hat mich echt aus der Bahn geworfen. Wir sind ja alle irgendwie davon ausgegangen, dadurch, dass sie ja immer wieder als Erzählerin dieser ganzen Story fungiert hat, dass sie am Ende alles überlebt, dass sie vielleicht im Gefängnis sitzt und den Kindern der Bankräuber erzählt, was ihre Eltern so getan haben. Jetzt hat sie sich geopfert, übrigens in bester Leon der Profi-Manier, und damit steht irgendwie gefühlt wieder alles offen. Also bei Tokio habe ich wirklich gedacht, die ist safe, da wird nichts passieren. Jetzt ist sie diejenige, die hier tatsächlich gestorben ist. Deswegen müssen wir uns einfach mal die Frage stellen, wer wird jetzt hier noch sterben? Es gibt da natürlich ein paar Kandidaten, die hart auf der Kippe stehen. Helsinki zum Beispiel. Ja, ich weiß, Helsinki, der gute alte Brummelbär da, den möchte man eigentlich nicht tot sehen, aber seine Verletzung ist ziemlich stark und man kann ihm im Augenblick hier in der Bank nicht helfen. Man müsste ihn wahrscheinlich auch nach draußen bringen, damit er ärztlich richtig versorgt wird. Ob man das aber jetzt in diesem ganzen Zusammenhang mit dem Kleinkrieg, der gerade in der Bank ausgebrochen ist, wirklich machen kann, bleibt fraglich, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Helsinki auch wirklich hart auf der Kippe steht. Ein weiteres großes Fragezeichen habe ich bei Stockholm, denn sie ist im Augenblick überhaupt nicht mehr Herrin der Lage. Sie hat schwer damit zu tun, dass sie auf Arturo geschossen hat, was wir ihr wahrscheinlich alle auf Ewigkeiten danken werden. Denn wenn es einer in Haus des Geldes verdient hatte, eine Kugel abzufangen, dann war es irgendwo Arturo. Dennoch tut sie sich wirklich schwer, das Ganze zu verarbeiten. Sie sieht ihn ständig in so Art Vision. Dadurch ist sie am Ende einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Wir sehen auch im Finale von Teil 1, wie sie sich einfach mal Morphium spritzt und da komplett benebelt und benommen neben der Spur hängt. Und ich könnte mir bei ihr echt gut vorstellen, dass sie irgendeinen dummen Fehler machen wird, der entweder ihr oder vielleicht sogar jemand anderem das Leben kosten wird. Ich meine, wir haben immer wieder gesehen, dass sie von diesen Visionen Arturos verfolgt wird. Sie könnte irgendwann tatsächlich eine Waffe ziehen und versuchen, diese Vision zu beseitigen und dann auf einmal Denver oder irgendwen anderen treffen, was das Ganze doppelt tragisch machen würde, wenn Stockholm selbst nicht stirbt, sondern in ihrem ganzen Wahn und in ihrer Depression einfach jemand anderen umbringt. Und wenn es dann auch noch Denver ist, wäre das doppelt hart. Als drittes auf meiner Liste möglicher Todeskandidaten steht tatsächlich Manila. Sie hat diesem ganzen Stress dieses Kriegs einfach nicht standhalten können. Man hat es immer wieder gesehen, wie sie einfach plötzlich gemerkt hat, okay, wow, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Ich meine, das ist für alle der Bankräuber innerhalb der Bank eine Nummer zu groß gerade geworden. Allein schon wegen diesem ganzen einen kleinen Bürgerkrieg innerhalb der Bank. Aber für Manila ist es hier, glaube ich, nochmal eine Nummer zu groß. Und das könnte für sie auch bedeuten, dass sie dann irgendwann vielleicht einen dummen Fehler macht. Ich glaube, wer tatsächlich nicht sterben wird, ist Arturo. Auch wenn Stockholm ihm mehr oder weniger eine Kugel ins Herz gejagt hat, konnten sie ihn ja am Ende noch wiederbeleben und er wurde dann auch rausgeschafft und ins Krankenhaus gebracht. Deswegen kann ich mir echt gut vorstellen, dass wir selbst von Arturo noch nicht das Letzte gesehen haben und dass er am Ende noch in irgendeiner Form aufwachen wird. Das könnte dann aber auch wirklich noch bedeuten, dass er am Ende der Einzige sein könnte, der sich vielleicht wirklich um Cincinnati kümmern wird, das Kind, was Stockholm ja zur Welt gebracht hat. Da bin ich echt nochmal sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Tja, das sind so meine Todeskandidaten für Teil 2. Ich glaube, wir werden nicht so viele noch verlieren, es sei denn, Tamayo geht wirklich mit voller Gewalt in diese Bank rein und schießt einfach auf alles, was einen roten Overall anhat. Dann könnte es wirklich für alle sehr, sehr gefährlich werden und am Ende überlebt nur noch Arturo. Nein, 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 da liegen Sie vollkommen falsch. Ich bin kein Held. Ich bin bloß ein ganz normaler Mensch. Aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch, wie hat euch Haus des Geldes Staffel 5 Teil 1 gefallen? Was sind so die brennendsten Fragen, die ihr nach dem großen Finale hattet? Und was glaubt ihr, wird uns in Teil 2 von Haus des Geldes noch erwarten? Schreibt mir bitte all das in die Kommentare. Für mehr zu Haus des Geldes schaut einfach mal in diese Playlist.